und das ist sehr anständig und sehr fair gespielt. Und es war eine Riesenstimmung in Vorarlberg, die man sich kaum vorstellen kann. Sie war wirklich unbeschreiblich. Neuer Zuschauerrekord beim meisterschaftsentscheidenden Spiel Feldkirch gegen den KC. Seit Tagen ist die Eishalle ausverkauft. Offiziell werden 6200 Zuschauer angegeben. Die Kärntner haben diesen Bewerb bis zur letzten Runde offen gehalten, nachdem im vorletzten Spiel gegen den WEV ein 11:1 Sieg Anlass zu Diskussionen gab. Günter Tomasini aus Tirol, wahrscheinlich der beste österreichische Referee, ist Hauptschiedsrichter in Feldkirch. Niemand stört's, dass sich die Zuschauer mit mitgebrachten Leitern und Brettern bessere Sicht verschaffen. Die Spannung vor Spielbeginn ist spürbar. Dennoch erweist sich das Vorarlberger Publikum äußerst diszipliniert. Es kommt zu keinen Ausschreitungen. Zwei Teamtorhüter auf dem Eis, Ruttmann bei Feldkirch, Mack beim KAC. Etliche hundert Zuschauer sehen kaum die Spielfläche. Es ist ihnen egal. Man will dabei sein, wenn Feldkirch wieder Meister wird. Vorsichtiger Optimismus zu Beginn des Spiels. Jeder weiß, schon eine Niederlage mit nur einem Tordifferenz würde den Verlust des Meistertitels bedeuten. Sehen Sie da überhaupt was vom Spiel? Eben nicht. Nichts? Warum halten Sie da überhaupt durch? Die Atmosphäre. Die Atmosphäre? Ja, ja. Sehen Sie überhaupt was? Sehen Sie was vom Spiel? Aus einer unnötigen Spielerei entsteht der erste Verlusttreffer. Lebler bringt den KC in Führung. Jetzt geh ich heim. Schauen Sie sich nicht an bis zum Schluss. Nee. Das letzte Drittel ist noch nicht zu Ende. Es gibt nur einen Sieger, das ist VEU. Sie glauben, die Vorarlberger werden noch gewinnen? Todsicher ist das. Todsicher? Warum glauben Sie das? Die Feldkircher waren die ganze Meisterschaft überlegen. Die müssen ja gewinnen. Ja, aber jetzt führen die Kärntner. Das sagt noch nichts. Das ist das Abpassen. Wir sind schon im Beginn des zweiten Drittels, schauen Sie gar nicht zu? Na, noch nicht. Das letzte Drittel ist interessant, da wird sich's entscheiden. Im zweiten Drittel stellt Schretter auf 2:0 für den KAC, der auf dem besten Weg ist, doch noch Meister zu werden. Manche Zuschauer verlassen die Halle, verharren aber dann doch noch beim Fernsehübertragungswagen. Dem Meistertitel wieder näher. Barinev verkürzt auf 1:2. Und aus der Verzweiflung erwächst wieder Hoffnung. Die Stärke der VEU ist das letzte Drittel. Und da werden wir den Klagenfurter die unser Können zeigen. Ohne Zweifel. Ich bin Ari Vorarlberg,
Aber ich hilft seit Kärntner KAC. Na, das ist schon ein Todfeind, hallo. Nein, aber sie gewinnen. Na, tot sicher nicht. Voll. Dann riskiert Lange einen Schuss. Mack ist geschlagen und Feldkirch nun wieder auf Meisterkurs. Noch einmal dieser Bombenschuss, der die Eishockeymeisterschaft entscheidet. Zumindest 6000 Zuschauer toben nun vor Begeisterung. Dennoch kommt es zu keinen Ausschreitungen. Ein Kompliment für diese Disziplin. Die letzten 30 Spielsekunden, immer noch 2:2. Zittern, hoffen und bangen bei beiden Mannschaften. Feldkirch ist neuer, alter Meister. Und nun sind die Fans nicht mehr zu halten. Erschöpft und grenzenlos enttäuscht die Kärntner. Die Mannschaft hat großartig und fair gekämpft, wird aber auch heuer nur Zweiter. Faszinierend die Freude und Begeisterung. Innerhalb weniger Minuten ist die Eisfläche von gut 2000 Zuschauern bevölkert. Der schönste